nicht ganz nahen Galaxis. Kennis, Platz und Wüstenschatz! In was für einer Lage sind wir schon wieder? Hättest du nicht die ganze Zeit dem Kommandanten in den Po gepiekst, wären wir nicht in so einer Lage. In den Po gepiekst? Ja, das warst du, mein Lieber. Ach Mensch, wo ist der nächste Ausgang? Ausgang? Da hinten, da hast du recht. Duck dich, ein Laser! Au, au! Ach Mensch, deine Federn sind wieder angekohlt. Okay, gleich sind wir da. Gut, endlich in Sicherheit. Rosamunde, genug für dich. Ich schalte dich auf Standby. Standby? Und schon wieder beginnt ein langer Trip durch die Galaxis. Nur ich, mein Papagei Rosamunde und die Asche meiner verstorbenen Großmutter. Wohin soll ich als nächstes gehen? Wohin treibt es mich als nächstes? Ach, wüsste ich nur, was als nächstes... Biocheck durchgeführt! Biocheck durchgeführt! Sie verlangen nach einem Spiel! Da haben Sie recht. Was sind Sie? Vorstellen! V36, Ihr Bordcomputer! Hallo Bordcomputer, mein Name ist Captain Commander und ich suche nach Unterhaltung. Unterhaltungsprogramm wird hochgefahren. Folgende Spiele stehen zur Auswahl. Die Siedler, Space Invaders. Mensch, ärgere dich. Bitte wählen Sie aus. Mensch, ärgere dich? Nein, ich habe etwas gegen Menschen. Ich entscheide mich für die Siedler. Die Siedler wird gestartet. Braucht es nicht für ein gutes Siedlerspiel einen Einsatz? Bitte setzen Sie Ihren Wetteinsatz. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich habe doch nur die Asche meiner Großmutter. Die Asche ist als Wetteinsatz angenommen. Verdammt. Nun gut, lass uns anfangen. Zu Beginn setzen wir erstmal drei Planeten. Ich setze meine auf A35, B6 und C9. Planeten werden aufgesetzt. Meinerseits. Ich setze auf V3, V9 und V12. Verdammt! Eine 12 gewürfelt! Großes Glück! Ich würfle mit 5 Würfeln, um den großen Planeten zu erobern. Unser Planet erobert! Schon wieder gewonnen! Mist! Meine Vorräte sind aufgebraucht. Ich denke, ich brauche Nachschlag. Ich kaufe 5 Erz für 3 Tonnen Zarkons. Dieser Zug ist ungültig. Notfall! Was? Planet! Um Gottes Willen! Wir rasen direkt auf ihn zu! Meine Güte! Wir fallen schneller, als ein Bergmaulwurf gräbt! Rosamunde! Ich fahre dich wieder hoch! Rosamunde, ich brauche deine Hilfe. Wir stürzen. Rosamunde! Ah! Ah, heute ist so ein wunderschöner Tag. Die Wiese ist so schön karg. Der Mond scheint nicht. Der Himmel ist fast wolkenbehangen. Und da drüben ist sogar eine wunderschöne Sternschnuppe. Ach, wenn jetzt doch bloß mein König hier wäre, um das zu sehen. Mein guter Vater König. Moment, diese Sternschnuppe. Nein! Oh mein Gott! Verdammte Scheiße! Nein! Mein chromverstärkter Schädel. Rosamunde, wo sind wir? Ja, das frage ich mich auch. Happel, 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 happel. Abteilung, halt! Defektposition einnehmen! Gewehre in die Hand! Steh gestanden! Eindringlinge, erhebt eure Hände!
Was wollt ihr von uns, ihr kleinen, hässlichen Hasen? Schweigt still, noch ein Wort und ich werde euch meine Plastikgalle in euren Hintern hineinschießen. Melter, da drüben. Was ist denn? Bericht, wenn ich bitten darf. Da drüben, unter diesem Ding. Etwa unter dieser Rettungskrapsel. Hoppel. Die Prinzessin. Welche Prinzessin ist es? Unsere geliebte Prinzessin. Aber hoppel. Wir können da nichts dafür. Wir sind einfach nur notgelandet. Wir wollten doch einfach nur... Fresse! Festgenommen, Major! Und der guten Arbeit. Nun werden wir sie abtransportieren zu unserem geliebten König. Abteilung! Marsch! Hoppel! Lasst uns los! Lasst uns wieder gehen! Packt sie! Was? Herr König! Die Prinzessin! Sie wurde ermordet! Was? Meine Prinzessin? Ja! Die eine Prinzessin! Das sind die Übeltäter. Wenn ich ganz kurz noch einmal... Schweig! Auf die Knie. Du wagst es, vor einem König zu stehen. Ich stehe hier nicht freiwillig. Ich habe einfach nur... Schweig! Ich verlange Wiedergutmachung auf der Stelle, hörst du? Aber ich kann doch überhaupt nichts dafür... Komm her! Wenn du mir denn Bratkartoffeln mit Speck zubereitest und servierst, so kann ich vielleicht über dein Vergehen hinwegsehen und deinen Ruf rehabilitieren. Was sagst du dazu, Fremdling? Nun, Bratkartoffeln mit Speck ist besser, als von dir ermordet zu werden. Ich glaube, ich kann dafür sorgen. Also gut, Rosamunde. Wir müssen zunächst mal die Zutaten beschaffen. Ich denke an Speck von Zombiehasen. Lass uns hinter diesem Baum stehen. Vielleicht hoppelt gleich einer vorbei. Speck. Oh, hörst du das? Das Hoppeln eines Zombiehasen. Er kommt gleich ums Eck. Mach dich bereit. Wir stürzen uns auf ihn. Ah, ich hab dich! Dein Kopf ist jetzt in meiner Hand. Aber vergiss den Kopf. Wir brauchen den Speck. Speck? Genau. Gut. Hier ein bisschen schneiden, dort ein wenig ritzen. Und wir haben hier etwas guten, feinen Zombie-Speck. Doch, hör auf, Rosamunde! Da hinten eine ganze Herde hässlicher Zombiehasen. Rosamunde, wir müssen flüchten. Was machst du? Stürz dich doch nicht ins Getümmel. Rosamunde, das ist töricht. Rosamunde, nein. Rosamunde. Oh nein. Rosamunde, was haben sie dir angetan? Deine Reste, was soll ich nur mit ihnen anfangen? Ich kann sie nicht mehr reparieren. Oh, Rosamunde, so viele Abenteuer, die wir erlebt haben. Aber ich werde dich rächen. Diese doofen Zombiehasen stehen unter der Leitung dieses elenden Königs. Ich werde ihn umbringen, um dich, Rosamunde, wieder zu rächen. Es wird Zeit,
dass ich die Kartoffeln finde, die ich brauche für das Gericht. Okay, da hinten, eine Gestalt. Kartoffeln. Es ist ein Kartoffelbauer. Herr Bauer, meinen Sie, ich bekomme bei Ihnen das, was ich suche? Guck dir den an, der will Kartoffeln mir haben. Was kannst du mir bieten? Ich habe nicht viel, nur die Asche meiner Milchgroßmutter. Die Asche, ja. Erzähl weiter. Ja, naja, sie ist damals gestorben auf Milchtopia, nach langem Leiden an einem Krebsgeschwür. Was kann ich denn damit anfangen? Ja, du kannst nicht viel damit anfangen, außer dass es sehr emotional ist, wenn ich an sie denke. Diesen Wert könnte ich dir geben im Tausch der Kartoffeln. Hör mal zu. Ich habe heute einen ganz besonderen Tag. Ich werde das annehmen, ja? Er bekommt die Kartoffeln, wenn er im Siedlerspiel gegen mich gewinnt. Siedler? Oh, damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Ich werde diese Herausforderung annehmen. Wenn ich gewinne, erhalte ich einen Kartoffelsack. Wenn nicht, muss ich wohl meine arme Milchgroßmutter dir aushändigen. Alles klar. Zartbeseiteter Hammelbauer? Dann geht es los. Ich setze 4 Meteore auf Z3. Der Kampf verspricht spannend zu werden. 5 Kaltkristalle auf Z6. Kaltbrütigkeit macht dich breit. Oh. Oh Mann, gleich wirst du mich angreifen, aber ich setze 4 Abwehrsoldaten auf B25. Die Spannung steigt. Gratulation zum Sieg. Dankeschön. Es war nicht leicht, gegen dich anzutreten. Ja, aber, zartbeseiteter Hammelbauer, was hast du denn mit den Kartoffeln vor? Ich muss sie verarbeiten. Zu Bratkartoffeln mit Speck für diesen elenden Bastard eines Königs. Bratkartoffeln mit Speck, aber dann bloß ohne Milch. Könnt ihm nicht bekommen, wa? Ist der König laktoseintolerant? Hab ich nicht gesagt, aber viel Erfolg. Oh, ein bestialischer Plan formt sich in mir. Damit kann ich Rosamunde rächen. Und auch du, Großmutter, wirst nicht untätig bleiben. Erhabenster aller Könige, wie ihr wolltet, frisch aus meinem Bauchofen. Kartoffeln mit Speck! Oh, redet nicht länger, schaufelt es in euch hinein. Bringt mir Messer und Gabel, na los. Ja, hier das Messer. Hey, nicht so fest. Reich, jetzt zurück. Messer und Gabel. Und jetzt... Nehmt euch ein Stückchen. Ich probiere. Los! Beißt schon ab. Ja. Na? Ersten. Oh, exquisit. Sie wenden doch nicht etwa ein ganz neues Gewürz. Oh doch. Ich habe etwas der Asche meiner Großmutter hinzugegeben. Nanu! Mir wird auf einmal ganz anders. Sie war vom Planeten Milchtopia. Sie enthielt sehr viel Laktose. Das ist ihr Ende, König dieses elendigen Planeten. Das ist die Rache für meine geliebte Rosamunde. Ihr habt es. Ich werde. Meine Söhne werden kommen und. Sie werden kommen und. Ich werde schon mit ihnen fertig. Okay. Gut. Damit wäre auch Königsmord von meiner Liste abgehakt. Was ich schon immer einmal tun wollte. Nun, wie komme ich eigentlich von diesem Planeten wieder runter? Und... Hoppel, hoppel, hoppel.
Oh nein! Oh nein! Seine Schergen! Sie greifen an! Das ist kein Ding für mich! Ich hole meinen Laser und ich werde euch alle vernichten!